der Pressekonferenz nach dem Relegationsrückspiel der Schanzer gegen 1. FC Nürnberg. Wir haben es alle gesehen, den Verlauf. Es ist von den vielen schwierigen PKs vielleicht sogar die allerschwierigste für mich. Insofern auch gleich das Wort an die Protagonisten. Ja, Michael Wiesinger, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Relegation. Das erste Wort gehört dir natürlich als Gästetrainer. Bitte schön. Ja, Olli, vielen Dank. Ja, natürlich Emotionen pur für uns. Kann man sich ja vorstellen, wenn man dann in der 96, ich weiß gar nicht welche Minute, noch zu so einem Treffer kommt, ja, der natürlich alles entscheidet. Hat es natürlich auch ein bisschen mit einer Portion Glück zu tun. Ja, wir sind dann alles oder nichts gegangen. Erste Halbzeit, um in die Analyse zu kommen, ja, ist nicht viel passiert. Ingolstadt hat uns Ballbesitz lassen. Wir haben damit nicht so viel anfangen können. Ja, sie haben immer ein bisschen gelauert. Ja, denke ich, war auch die Taktik, dann irgendwann den Moment zu erwischen. Den haben sie dann erwischt, Anfang zweite Halbzeit durch eine Standard. Und dann sind wir natürlich gewaltig ins Strauchen gekommen. Ja, kriegen dann das 2-0, 3-0. Und ja, hast du dann schon von draußen das Gefühl gehabt, ja, das wird eine enge Kiste für uns, ob wir da nochmal zurückkommen. Aber ich denke, wir haben dann schon nochmal ein paar Impulse gesetzt, auch mit den Wechseln. Haben dann auch nichts mehr zugelassen Richtung 4-0. Ja, die Gefahr hast du dann auch immer und dann bist du ja komplett tot. Das haben wir gut gemacht, haben die Ingolstädter dann Gott sei Dank auch nicht mehr nochmal nachgesetzt. Ja, da hatte ich ein bisschen Sorge davor. Und ja, ziehen da mit dem langen Ball. Ja, Fabi Schleusner hat einen Torriecher, das ist bekannt. Der hat ihn beim Club anscheinend im letzten Jahr ein bisschen verloren. Jetzt hat er ihn wieder. Ja, für uns natürlich dann im Endeffekt ein glücklicher Sieg. Auf die zwei Spiele hingesehen bin ich trotzdem der Meinung, dass wir im Hinspiel natürlich die Gelegenheit schon ein bisschen klarer gestalten hätten können. Aber das ist im Fußball ist ja nun mal kein Wunschkonzert. Jeder, der mit dem Club sympathisiert, kann man sich natürlich heute beim Fußballgott bedanken, wie auch immer, dass er uns da nochmal die Hand gereicht hat. Für den 1. FC Nürnberg ist es natürlich elementar wichtig, brauche ich nicht sagen. Das ist für uns, es war ja schon ein bewegendes Spiel. Wir haben es gezogen und jetzt sollten wir erstmal einen Haken dran machen und dann das Ganze natürlich auch kritisch nüchtern analysieren. Dem Thomas wünsche ich natürlich weiter alles Gute. Ich habe es ja schon gesagt, bei allem, was wir uns so bekämpfen, ist jemand, den ich sehr schätze. Ich hoffe, dass er mit seiner Mannschaft auch wieder aufsteht. Ich habe ja hier in Ingolstadt auch gearbeitet, deswegen fühle ich natürlich auch mit euch mit. Und ja, wünsche euch natürlich dann eine gute Vorbereitung für die neue Saison und dass er natürlich wieder aufsteht. Danke. Wieder vielen, vielen Dank. Ja, Thomas, viele hatten uns natürlich schon abgeschrieben vor diesem Rückspiel. Und dann so eine Leistung unserer Mannschaft ohne das Happy End am Ende. Wie fällt dein Fazit aus? Ich habe keine Worte. Micha Wieser hat natürlich jetzt alles schon gesagt, aber ich möchte dazu nichts mehr sagen heute, weil das hatten wir nicht verdient heute. Ja, klar, der Club hat am Dienstag den Sack nicht zugemacht. Wir hatten aus dem 0-2 die Kraft gezogen, dass wir nicht 3-0, 4-0, 5-0 verloren haben. Und ja, wir wussten, dass wir den Moment kriegen, wenn wir so agieren. Wenn wir kompakt sind, wenn wir nichts zulassen, wenn wir dem Gegner nicht zu viele Räume geben. Und es hat die Mannschaft sensationell gemacht. Und dann so zu bestraft werden, das ist natürlich brutal, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt in der letzten Minute das Tor kassiert haben, sondern letzte Woche macht Würzburg durch einen unberechtigten Elfmeter das 2-2. Und heute lässt er 5 Minuten nachspielen, pfeift dann nach 5 Minuten nicht ab, lässt noch die 6., 7., 8. Minute spielen. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt es schwer, Glückwunsch zu sagen zum Club, weil wir es absolut verdient hätten. Aber sportlich muss ich natürlich Micha ein riesen Kompliment machen, weil eine Mannschaft, die so am Boden ist, dann aufzurichten, ich weiß, wie schwer das ist. Und bei aller Qualität, die da ist, konnte man ja dann auch sehen, dass nach dem 1-0 der Kopf auf einmal richtig schwer wurde beim Gegner. Und was viele vergessen ist, dass unsere Mannschaft jetzt das 13. Spiel in knapp 6 Wochen hat. Wir haben nur englische Wochen gehabt, wir haben keine Pause gehabt. Wir sind 90 plus gegangen ohne Ende. Das ist auch nicht typisch und deshalb trotz allem ein Riesenkompliment an die Truppe. Es ist eine schwere Situation. Ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll, um wieder Kraft zu bekommen. Vielen Dank, Thomas. Dann geben wir das Wort nach oben auf die Pressetribüne. Gibt es denn noch Fragen zu diesem heutigen Samstagabend? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Und sehe bis dato
Keines. Doch, Stefan Jablonka. Das ist die Nürnberger Zeitung. Danke, Christian. Herr Jablonka, bitteschön. Ja, Michael, kannst du kurz erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr plötzlich 0-3 hinten gelegen seid? War das einfach eurer Passivität geschuldet? War das die Stärke des Gegners? Und wie habt ihr es dann nochmal geschafft, zurückzukommen? Ja, ich denke von allem etwas. Ich wollte unbedingt heute so diesen Schlagabtausch verhindern, so dieses Hin und Her, weil ich wusste, dass uns Ingolstadt da überlegen ist, ja, weil sie dann auch über sich, ja, die zweiten Bälle, über diese 50-50-Bälle Vertrauen erarbeiten und sich dann auch Freistöße erarbeiten. Davor haben wir natürlich gewarnt. Da haben wir dann einfach in der Phase zu viel gezogen. Dann kriegst du mal das 0-1, kann passieren. Aber danach waren wir, würde ich schon sagen, waren wir kurzzeitig angenockt. Ja, da hat man, Thomas hat es gesagt, da hat die Birne angefangen. Ja, soll ich sagen, wiederhole mich, ja, trotzdem so zurückzuschlagen, ist natürlich dann auch irgendwo eine Qualität. Und die haben wir gezeigt. Und, ja. Möchte ich nicht unterbrechen, die Qualität hat der Schiedsrichter an den Tag gelegt dann. Das war nicht eure Qualität. Ja, das ist jetzt deine Wahrnehmung. Ich bleibe dabei. Trotzdem haben wir es dann trotzdem irgendwie erzwungen. Und es im Fußball schreibt halt die Geschichten. Ne? Erklären kann es wahrscheinlich hinterher niemand, auch ich nicht. Ich bin nur happy, dass der 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga spielt nächstes Jahr. Vielleicht gleich noch eine kurze Nachfrage, wenn ich darf. Dem Spiel gab es ein paar unschöne Auseinandersetzungen. Ist es korrekt, Michael, dass es gerade mit Stefan Kutschke auch dann eine Auseinandersetzung gab, wo Schläge angeboten wurden? Auch ist da auch eine Grenze überschritten? Naja, Ich versuche mich in die Köpfe der Ingolstädter Spieler reinzuversetzen. Also ist ja logisch, dass die wie geplättet waren noch so am Ende. Also auch da habe ich Verständnis. Wir hätten da auch vielleicht ein bisschen mit mehr Gefühl agieren müssen. Ja, vielleicht auch schnell in die Kabine, wie auch immer. Ja, aber es ist in so einem Moment immer schwer zu sagen. Im Nachhinein bin ich auch schlauer. Also auch vor dem Stefan Kutschke habe ich höchsten Respekt. Ja, ich denke, der war angeschlagen, weiß ich nicht. Der hat heute alles rausgefeuert. Im Endeffekt, ja, wird er seinen Weg weitermachen und ich möchte auch dann nicht so hier wegfahren. Ja. Das sind alles gute Jungs. Michael Heinlo kenne ich, Maxi Beister kenne ich. Also die Mannschaft hier steht schon auf für eine Mentalität und einen Charakter. Das muss ich schon auch sagen. Ich bin jetzt aber bei der Siegermannschaft, was soll ich sagen? Papst in der Tasche heute gehabt, aber was mich persönlich betrifft, brauche ich mich nicht für nichts rechtfertigen. Ja. Nicht beim 1. FC Nürnberg. Dass man so ein Ding mal mitnimmt, also gerade Marek, ich, das nehmen wir gerne mit, muss ich echt sagen. Thomas Heberlein vom SID, bitteschön. Eine Frage an Michael Wiggins. Bleibt es dabei, dass Sie die Sprachen von der Zugsenden zurückkehren? Oder werden Sie doch nochmal wach? Wir haben es nicht verstanden. Wichtig wäre, dass alle Kollegen oben die Mikros ausmachen, bitte. Herr Heberlein, natürlich, Sie dürfen es gerne aufmachen. Probieren wir es nochmal, sonst müssten wir das vielleicht über eine Chat-Funktion ausführen. Bitte. Jetzt ist das Mikro aus. Herr Heberlein, wir hören Sie leider nicht. Wir machen mal eben weiter beim Herrn Sterner, Donaukurier, bitte. Ja, ich hätte eine Frage an Thomas. Thomas, wie fühlt man sich, wenn man eines Wunders beraubt wird? Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf? Ich habe keine Gedanken. Momentan fühle ich nur eine Leere. Ich kann nichts sagen. Es ist einfach pervers. Stefan Jablonka nochmal. Ja, ich versuche die Frage von Tom Heberlein zu stellen. Er wollte jetzt wissen, ob es für Michael doch noch eine Kehrtwende gibt. Du hattest angekündigt, auch gerade erstmal am Sonntag wieder NLZ-Leiter zu sein. Hat die Ausgang dieser Partie daran was verändert? Nein, also der Auftrag war ja, mit dem 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga zu bleiben. Das haben wir heute am Schluss etwas glücklich erreicht. Damit ist für mich der Auftrag erfüllt. Und die Vereinbarung war die, dass ich ab morgen wieder die Leitung vom NLZ übernehme. Also das ist, da sind meine Gedanken. Und im Moment bin ich ja jetzt gesagt auch nicht in der Lage, mehr den Kopf drüber zu zerbrechen. Mir geht es ja ähnlich, bin auch geblättet. Und ja, mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. Gut, es langt.
Gottfried Sterner hat die Hand noch oben, was aber keinerlei Bedeutung hat. Demnach gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei.